Moin, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Die letzte Folge unserer nationalen Karriere ist heute. Nicht die allerletzte Folge allgemein vom Let's Play. Das wisst ihr ja, gibt es dann morgen dann mit dem Special zur Club-WM, wo ich mich auch sehr, sehr freue, wenn weiß, was wir da so sammeln, holen werden. Man sieht, Schotterbeck ist nicht mehr unzufrieden. Er wird einmal die Meisterschaften direkt. Ach, egal, was ich davor wollte oder na, dass ich mich gestört hat. Hauptsache, ich bin jetzt hier Meister. Ihr habt eine neue Trophäe in meinem Kleiderschrank. Kleiderschrank vor allen Dingen. Aber ich finde den Rest egal, ne? Er kann auch hier der Super Toto Inter Toto Cup sein hier. Wer von euch kennt noch den Inter Toto Cup? Legendär. Oder den UI-Pokal eher gesagt, ne? Um sich dann für den UEFA Cup zu qualifizieren, ne? Der Vorläufer der Europa League. Was für mich immer noch der UEFA Cup ist. Ja, das waren Zeiten. Ist nicht sogar der HSV der letzte Sieger jemals vom UI Cup? Man muss ja irgendwie den gewinnen und die letzte Quali-Runde, um sich dann für den UEFA-Pokal zu qualifizieren. Das war irgendwie so, ne? Eine ganz wilde Sache. So, jetzt wo wir Meister sind, möchte ich aber nicht, dass die Mannschaft sich hier so denkt, oh ne, wir machen hier mal so ein, ja, so einen leichten Luzi. Ja, ich würde schon gerne noch die letzten drei Spiele auch noch gewinnen, um die 90 Punkte zu erreichen. Das wäre doch auf jeden Fall schön hier, ne? Dann hätten wir 28 Siege, 6 Unentschieden. Könnte ich auch mit gut leben. Erstes Highlight nach 44 Minuten. Engelmann auf Lorbeer. Lacroix, der immer noch bei den Wölfen spielt. Gute Balleroberung von Oedraogo, sehr schön. Schlotterbeck. Emery. Scheißball. Muss man wirklich sagen, das war richtig schlecht gespielt. Bayern Gruder. Aber Diomande, sehr gut. Offensiv verteidigt. Wie Hummel zu seinen besten Zeiten. Hassan, Skeldrup. Andreas Skeldrup. Hassan! Seine Torgefahr ist irgendwo verloren gegangen. Wobei klar, das war ja im Strafraum, das war ja nicht außerhalb. Und da kann er ja nicht mehr schießen plötzlich. Ist ja so teilweise, ne? So, war er auch wieder rein. Let's go, Leute! Mendeschi ist nervös. In dem Spiel, wo es um nichts mehr geht, tabellarisch, ja? Okay. Gut zu wissen, dass Mendeschi anscheinend gar keine Nerven hat. Also, wir könnten verlieren. Ja gut, dann die erste Niederlage zu kassieren wäre auch natürlich bitter, das kann ich verstehen. Das kann ich wiederum gut verstehen, dass man vielleicht wirklich ohne Niederlage die Saison beenden möchte. Spielen wir mal offensiv. Ich würde aber schon auch noch gerne gewinnen. Ne? Siebtes Unentschieden wäre mir auf jeden Fall, wären jetzt 7 zu viel. De Ligt mit einer roten Karte. Frankfurt führt 2-0. Überholt wieder die Bayern. Eckball, Mendes in der 85. Nico Schlotterbeck 1-0. Das sind irgendwie so die geilsten Tore. Ihr wisst, was ich meine. Es passiert nicht so viel. 85. Minute, einfach ein Eckball, zack, Tor 1-0. Und wahrscheinlich gewinnt man das Spiel. Perfekt getretener Eckball. Oh, Nico Schlotterbeck. Deswegen habe ich übrigens Mendes drin gelassen, obwohl die Körpersprache nicht gut war. Weil ich dachte mir, komm, der kann gute Ecken treten. Naja, manchmal kann ich auch so denken. Och, das sind wirklich meine liebsten Siege. Wirklich. Einzel gewonnen, vorbei. Ich fühle gerade erst begonnen, schon erstes Spiel vorbei. So schnell geht das, ne? Ach, schön, schön. Auch dieses Auswärtsspiel einfach gewonnen. Unfassbar. 84 Punkte, die zweite Mannschaft gewinnt. Auch Kevin Gorski, Fußballgott. Nico Schlotterbeck, Man of the Match. Wir haben auswärts 12 Siege, 4 Unentschieden, zu Hause dementsprechend 14 Siege, 2 Unentschieden. Wow, einfach nur wow, oder? Der HSV jetzt Vierter, also hier wird bunt durchgemischt, muss man sagen. Immer noch hier 15 Punkte Vorsprung. Mainz und Hertha, ne? Das ist irgendwie krass. Eine Zweiklassengesellschaft at its best. Nacho Ferri. Anscheinend gerade richtig krass drauf. Ja gut, mal gucken, ob denn noch unseren Espositor hier ein bisschen
gefährlich werden kann. Wir versuchen ja das Ganze durchspielen zu lassen, damit das auf jeden Fall nicht passiert. Aber mal schauen. Jetzt haben wir ein Heimspiel gegen den Tabellenletzten, der auf jeden Fall sich noch retten kann. Aber mit einer Niederlage gegen uns würde es wahrscheinlich nicht ganz so gut aussehen, würde ich mal behaupten. So, Konate hat sich verletzt. 4 bis 9 Tage. Ist in Ordnung. Dann haben wir jetzt einen Bankspieler weniger. Jamal kommt wieder rein. Tell, damit jetzt auch das Pokalfinale wieder richtig einspielen kann und auch für, vor allen Dingen für die Club-WM. So, die Fortuna aus Düsseldorf. Also das müssen wir gewinnen. Werden wir auch wahrscheinlich auch gewinnen. Unsere Chancen stehen gut. Ich bin zuversichtlich. Ja, das ist noch sehr untertrieben. Düsseldorf nur mit 3 Punkten Rückstand vor dem rettenden Ufer oder wie gesagt vor der Relegation. Mana. So geschmeidig. Warum? Muss er nicht abspielen? Boah, und Tell prüft Kastenmeier, der das gut hält. Sehr schöne Idee. Aber auch wenn ein paar Bälle nicht ankommen, aber man sieht einfach diese unglaubliche Kreativität der Spieler teilweise und diese Übersicht. Ah, ist ja das vorletzte Spiel übrigens. Ja, wenn Düsseldorf das verliert, dann dürfte es gewesen sein. Und Elfmeter. Ja, dann darf man auch uns nicht solche Tore schenken. Tut mir leid. Das hat jetzt nichts mit individueller Qualität zu tun, dass du jetzt ziemlich geschubst hast. Oder eher gesagt, Esposito. Bio. Und uiuiui, Kastenmeier. Der wird wohl ihn auf Instagram private Nachricht schreiben, was er soll. Und Kastenmeier komplett in der falschen Welt. Hat irgendeinen Ball gehalten, der gar nicht da war und so. Und der Ball ist da. Der Ball ist da. Alles klar. Ja, gut. Oh, schon gespielt, Noah. Boah, Kobel wieder. Boah, ist der gut. War eine Parade. Das war wirklich so Kobel, wie man den echt kennt, ne? Hervorragende Parade einfach. Weltklasse, liebes Mikrofon. Wie findest du die Parade? Oh ja, ich fand die Parade sehr gut, nicht? Und du? Ja, auch gut, ne? Hab's ja gerade gesagt. Ja, gut, danke, ne? Da sind wir uns einer Meinung. Ja, Leute, nach über 1000 Videos, die ich gemacht habe auf YouTube, da spreche ich halt auch mal mit meinem Mikrofon. Ich spreche mit dem Mikrofon mehr als mit meiner Freundin. Nein, ist nicht richtig. Nein, auch nicht fast. Frankfurt führt jetzt auch noch in Leipzig 76 Punkte. Und Bayern einfach als Dritter 75 Punkte. Da wundert es nicht, dass es zwischen dem dritten und vierten 17 Punkte Unterschied sind. Ne? Aber HSV, Champions League, geile Forschung. Allgemein, Dortmund, Frankfurt, Bayern, Hamburg, Champions League? Also ganz im Ernst, würde ich sowas von feiern. Auch in echt, ne? Würde ich sowas von feiern. So krasse Teams, so gerne. Sowas von gerne einfach, ne? So, jetzt willkommen. Lotka wird noch eingewechselt hier. Hat Kumpel noch ein weiteres Spiel zu null. Könnte man das eigentlich mal machen, dass man, oder könnte man das allgemein machen, dass man zum Beispiel einen Keeper spielen lässt und nach 5 Minuten wechselst du den aus? Immer nach 5 oder nach 1 Minute. Sofort, wenn es möglich ist. Und dann kassiert er einfach den Gegentor und hatte immer zu 0 Spieler. Zählt das dann noch? Das ist für mich die Frage. Und jetzt schenken die uns noch so ein Tor. Also. Was macht die Fortuna da? Jetzt mal. Ohne Witz. Und Matthäus Tell. Warum ist das Positiv? Ah ja. Yeah! Endlich wieder mit dem Tor. Matthäus Tell. Alalala. Ja, Pio wird es eh schaffen. Ne? 22 Buden, aktuell 3 mehr als Nacho Ferri. Das Teil sogar auch gerne mal durchspielen. 90 Minuten schmackhafte Spielpraxis. Die nimmt er doch bestimmt gerne.
genug Zeit, sich auszuruhen, hatte er. De Los Santos. Cooler Name. Tell, viel Platz auf der rechten Seite hat er gesehen. Paul Wanner, macht er ihn selbst, oder? Auch schöner Ball auf Tell. Der probiert es direkt. Schwerer Ball, aber kann man mal versuchen in der Situation. Und die Fortuna und Bremen stand jetzt abgestiegen. Ja gut, Bremen hat eh verloren, das war's dann. Schade, ne? 1-1 RB und Frankfurt. Das war's dann wohl mit dem zweiten Platz, ne? Mal gucken, ob die sich denn wieder zurückerobern können am letzten Spieltag. Wenn es so bleibt wie jetzt. Ah nee, schön, schön. Gute Flanke, Paul Wanner nochmal mit dem 3-0. Und wieder mit dem Kopf hier. Zack. Der wirklich, ich stelle mir so einen Kopf vom Terminator vor, einfach so bam. Ja, Franco spielt nur 1-1. Damit ist jetzt Bayern wieder Zweiter und unser Vorsprung, ja, Vorsprung ist ja immer noch, auch wenn wir Meister sind, aber der Vorsprung vor Rang 2 wächst damit noch weiter an. Auf nunmehr 12 Punkte. Und jetzt spielen wir gegen den HSV. 1-0 gewonnen, schön, Idris zu. Letztes Jahr waren es 89 Punkte, ja, schade, ne? Aber trotzdem 91 Punkte, 89 und jetzt wahrscheinlich 90. Ist herausragend, ne? Ist wirklich herausragend. 2 Tore. Ferry hat also doch noch eine Bude gemacht. Gut, ist doch ein schöner Abschluss in der Liga. Auswärts beim HSV. Ich hab Bock. Ich hoffe ja auch. So, Nico ist gesperrt im letzten Spiel. Ja, kann dann Leandro wieder rein. Karim auf die Bank. Und Bonjol auch. Und damit geht's dann in die letzte Partie. Usman ist immer noch unzufrieden. Gut, das kann noch ein bisschen dauern und gucken. Vielleicht wird es sich auch gar nicht mehr ändern. Kann natürlich auch sein. Dass er auch sogar bei der Club-WM noch unzufrieden ist. Was schmerzhaft wäre, wenn wir jetzt wirklich nicht gewinnen, ne? Dann hätten wir die schlechteste Saison aus den letzten 3 Jahren, punktetechnisch natürlich. Würden die 90 Punkte verpassen. Oder vor allem, wenn wir verlieren würden. Das würde mir sehr wehtun. Aber ich glaube, wir gewinnen das. Wir sind so stabil auf allen Positionen. Wanner mit einem guten Freistoß und Emery 1-0 nach 8 Minuten. Stoppt einfach trocken ab. Sehr gut. Am schnellsten geschaltet. Das ist halt auch eine Fähigkeit, ne? Die Gegenspieler hätten ja am schnellsten schalten können, aber nee. Emery tut's. Der ist ja wirklich ein Volltreffer, eine Volltrefferverpflichtung, muss man sagen. Jeden Cent wert, oder? Wirklich. Wenn man sich auch die Entwicklung ansieht, ist einfach krass. So viele 16er, 17er, 18er Fähigkeiten. Bayern und Frankfurt auch direkt. Also wirklich, wir sind hier so Trio Infernale. Wobei ich es nochmal mehr aussage. Da müssen wir uns mal ein bisschen auch selbst loben hier. Ne? Der HSV hat für mich zu viele, in meinen Augen zu viele Gelegenheiten. Ich werde mal ein Pressingfahrt im Zentrum. Noch mal wieder ein Highlight. 7-7 Schüsse, wie ich es gesehen habe. Eine knappe Kiste. Schöner Ball auf Wanner. Baum. Kein Elfmeter. Alles klar. Ja, mal schön. Ah, gute Idee. Aber mit Glück kommt er an. Tell Esposito Wanner. Das ging sehr schnell. Er hat, glaube ich, weiß nicht, ob das gewollt war, aber da hat Esposito, glaube ich, wirklich nur so ganz kurz mit der Spitze seines Fußes noch den Ball so ein bisschen berührt, damit er in die richtige Richtung geht. Mal kurz schauen. Ah, nee, das war der Gegner sogar. Okay. Also Vorlage Tell, ja, genau. Und konnte man in der Geschwindigkeit nicht sehen. Zumindest ich konnte das nicht sehen. Vielleicht bin ich auch zu blind. Einwechseln. Haben wir noch Bulldog oder Assan kommt rein? Ich denke mal Bulldog wie immer.
Gut, dass der gegnerische Stürmer noch kein Tor gemacht hat. Riskanter Ball von Jamal. Schön gespielt, Dukanovic. Hätte ins Auge gehen können, Leute. Aber trotzdem sehr gut gekontert. Schön. Tell. Nichts aufzuhalten. Drei Leute verfolgen den. Elias Baum 3-0. Diese Bälle bei Baum haben immer so eine perfekte Höhe, dass es wirklich komisch aussieht teilweise, aber wirklich schwer für den Keeper zu halten ist. Zweite Vorlage direkt wieder für Matthijs Tell. Dann haben wir jetzt 8 Tore und 6 Vorlagen. Ja gut, an die Quote vom letzten Jahr kommt er nicht ran, aber der hat halt auch weniger Spiele. So sieht es etwa ähnlich aus in meinen Augen, ne? Frankfurt und Bayern führen auch 2-0. Esposito verletzt. Eventuell fällt er also aus fürs Finale. Ich kann auch nicht mehr wechseln. Das heißt, der wird jetzt 30 Minuten durchspielen lassen, weil ich werde nicht so früh mit 10 Mann spielen wollen, wenn ich ehrlich bin. Dann fehlt er halt im Finale. Shit happens. Ferry! Oh! Das sah komisch aus. Der Ball ist runtergeflogen und sofort bam! Wurde geschossen. Eieiei, wird nochmal knapp hier, ne? Ein Tor noch. Pio? Ja, nee, bleibst drauf. Du, ja, nur eine Verhärtung. Geht doch. Geht schon. Die Kamera? Ja, danke schön. Da hat der Kameramann ein bisschen gebraucht, ne? Gut gespielt. Tell. Immerhin ist das Spiel jetzt wieder klar. Entschieden. 4-1. Ja, ich nehme Esposito raus, ne? Komm. It's better. Vor allem 20 Minuten vor Schluss bei dem Spielstand. Ferry wird jetzt einfach kein Tor mehr machen, weil er von unserer Abwehr sehr gut gedeckt wird und dann ist alles gut. Aber damit ist auch klar, der nächste Sieg für uns, das heißt 90 Punkte, Leute. Wieder so eine krasse Saison. Also wir haben jetzt in 3 Saisons 270 Punkte gesammelt, ne? Boah, krass. Wenn man jetzt zum Beispiel eine ewige Tabelle der letzten 3 Jahre machen würde, boah. Das hätte ich Bock, dass vielleicht jemand von euch jetzt ohne Witz so eine ewige Tabelle macht von unseren 6 Saisons, nur von der Bundesliga. Von allen Teams, die jemals da waren und alle Punkte von allen Teams, die geholt wurden. Ich würde halt super gerne wissen, wie gut wir da waren. Wir sind natürlich wahrscheinlich zu 100%, nicht nur wahrscheinlich, sondern wir sind auf jeden Fall Erster. Aber es würde mich mal interessieren, wie es da ausschaut. Oh, Kevin Gurski, Torschützenkönig. Ja, sehr cool. Am Anfang noch ein bisschen schwer getan, aber dann auch 10 Tore, 15 Tore. Ja, ein guter Bursche geworden. 107 Millionen Euröchen für uns. Und Esposito wurde Torschützenkönig. Sehr schön. Mendes mit den meisten Vorlagen auch sehr schön. Notenschnitt, die ersten 3 von uns. Paul Waller, der Dritte. 12 Tore, 11 Vorlagen. Wie das gerade klang, ne? Paul Waller, der Dritte. Ja, jetzt einmal das Pokalfinale gegen Frankfurt. Wie sieht es denn aus bei Esposito? Habe ich mir gerade gar nicht angeschaut. Ja, ist morgen wieder da. Nico ist auch wieder da. Kann man ja sogar schon auf die Bank tun. Dann können wir ja wirklich, was ich am coolsten finde, jetzt echt noch mit der besten Aufstellung, die wir haben. Hier weitermachen. Wir haben wieder ein Transferbudget von 124 Millionen Euro. Wollen wir noch einen Mendes holen? Wie teuer war denn nochmal Mendes? Oh, nee, ich mach's hier noch gerade spannend, ne? Ihr seht, immer noch schön aus dem Urlaub zurückhören, kurz gucken. Mendes war, stimmt. Der war ja scheiße teuer. Hat es aber gelohnt trotzdem, ne? National wie auch international super gespielt. Super Flanken, schön geschmeidige Flanken mit viel Schwung. Mal gut, guter Bursche. Ja, ich schwäge schon so ein bisschen in Änderung. Esposito ist wieder spielfit. Und wir können wirklich weitermachen. Diomande ist auch nicht mehr unzufrieden. Bulldog der Einzige, okay. Kann ich aber trotzdem immer noch frisch nachvollziehen. Super, ne? 7,17. Wie viele Spiele der bei uns auch mal gemacht hat, ne? Auch direkt im ersten Jahr, wie viel?
So, let's go, Leute. Holen wir uns den nächsten Titel. Den letzten nationalen Titel, den wir holen können. Es waren schöne Monate mit euch. Nein, morgen geht's noch weiter. Wie gesagt, morgen gibt's die wunderschöne Club-WM. Was denn, kurz schauen. Ich habe wie oft den Pokal gewonnen? Dreimal in Folge, genau. Dann, das wäre cool, wenn wir viermal die Meisterschaft hätten. Also viermal die Meisterschaft, viermal den Pokal. Also 8 große Titel. Würde ich feiern. Aber mit Frankfurt haben wir natürlich zum Schluss noch einen richtig, richtig starken Gegner bekommen auf dem neutralen Feld. Den muss man erstmal schlagen. Also die Frankfurter. Guter Ball auf Esposito. Oh! Fair Ball. Okay, ich dachte, Simoni wäre dran gewesen. Mendes. Eieieiei. 2 gute Chancen auf beiden Seiten nach 7 Minuten. Vielversprechend. Der Ball auf Wanner. Esposito. Latte. Aber da war doch, da war, glaube ich, der Keeper dran, oder? Ich glaube, da war er dran. Geile erste 10 Minuten. Eintrittsgeld jetzt schon wieder reingekommen, sozusagen. Hat sich schon gelohnt, das Geld zu zahlen, das Eintrittsgeld. Freistoß Frankfurt. Chaibi. Oh. Aber senkte sich ein bisschen mehr, dann wäre Kobel nicht dran. Frankfurt kommt besser rein. Tuta. Diomande klärt. Sehr gut. Banner. Konter. Komm. Banner wirklich jemand, der macht nie Fehler, ne? Für mich unser bester Spieler. Im Kader wirklich. Mit den besten Leistungen mittlerweile. Vermehren. Oh. Boah, die jetzt mit einem Pfostentreffer. Was ein Finale, Leute, oder? Ey, jetzt ohne Witz, das ist ein krasses Finale. Sehr, sehr gut. Das will aber nicht mehr ändern. Weitermachen, Leute. Vielleicht gleich noch ein bisschen offensiver spielen. Sollte es noch beim 0:0 bleiben. Esposito wieder verletzt. Shit. Jamal, Nico. Jamal. Mal gucken, manchmal gehen die Verletzungen ja auch wieder weg. So nach der ersten Diagnose. Kann sie ja mal so eine Verletzung rauslaufen, wie man so schön sagt. Der einen Ball ins Nichts. Angreifen, Leute. Angreifen. Oh, Kobel, ich liebe dich. Also wirklich, ich will 20 Kinder von dir. Mindestens. Ich liebe einfach Kobel. Ich liebe auch Interviews mit ihm zu gucken. Weil der ist so eine coole Socke, wirklich. Ohne Witz, ich habe selten einen Spieler gesehen, oder allgemein einen Menschen, der so cool rüberkommt. Also der hat Selbstvertrauen, also für 20 Menschen. Ein Selbstbewusstsein wie sonst was. Ich glaube, wenn du weißt, dass du hinten so einen Kobel hast, mit dieser Gelassenheit und dieser Coolness, ohne Witz, das habe ich so selten gesehen bei den Menschen, einfach nur in Interviews so, der sitzt immer so, ach ja, macht da so ein paar Sprüche und dann lächelt so ein bisschen, ach ja, ne, weißt du, ne? Du, ne? War eine gute Partie von uns, ne? Ich liebe Kobel einfach. Ich liebe es mittlerweile einfach, Interviews von ihm zu gucken und Paul Wanner 1:0! Nee, abseits, nix da. Nix da, abseits. Es zählt. Konate kommt rein. Ach, Bulldog. Der nächste schlechte Ball von dir. Dennis Gül. Gut geklärt.
Folgerichtig. Ja, trotzdem kommt Konaté rein. Sind das eh schon drin. Eieieiei. Ich sag ja, die Frankfurter sind so gut. Gut von Gregor. Tell. Mendes, Konaté mit dem Kopf, ne? Ich könnte gerade meinen Pop abbeißen. Konaté, komm, 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 Karim. Baum, 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 Tell, Tell, schieß, Bulldog. Sonst will ich hier eigentlich nichts mehr machen. Ah ja, doch, Skeldrop. Bist nervös zwar, aber macht nichts. Bist ein klasse Spieler. Der das auch immer wieder zeigt. Bitte, komm, Lucky Punch, komm schon. Bitte, bitte, bitte. Verlängerung ist immer so eine Sache, ne? Hassan, 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 Hassan. Auch noch abgefälscht, aber in die falsche Richtung. 2,05 XG. Hm. Ja gut, bin unzufrieden. Komm, jetzt will ich hier mit Marquinhos mal Erfahrung haben. Und Mogada für Baum. Ah ja, wir können ja nur 5 machen. Ist ja nur im Pokal, sind es ja wirklich nur 5. So, Leute, komm schon. Weitermachen, so wie die letzten Minuten. Sehr gut, nächstes Highlight für uns. Skeldrop. Gut, direkt weitergespielt. Bulldog. Gute Idee auf Baum. Schade, schade. Ich hoffe, den kriegen wir wieder. Ja. Bulldog, nicht wieder hier einen blöden Ballverlust machen. Hat er nicht. Gut, auf Paul Wanner. Der schickt Konaté. Bitte, Karim. Ja, Karim. Oh, abseits. Paul Wanner. Paul Wanner, Fußballgott. Was ein Zuspiel, Leute. Ich mache Musch mit dem Freistoß. In der 100. Minute, Kobel. Fertig. Einmal alles raushauen, Leute. Einmal alles raushauen. Konaté, lauf. Lauf, ja. Ach. Hätte sie machen müssen wie früher Odonko. Einfach den Ball komplett nach vorne vorlegen und dann einfach hinterher sprinten. Und den Gegner einfach umlaufen oder überlaufen. Aber der hat wirklich teilweise früher gemacht beim BVB auch. Der Gegenspieler stand wirklich vor ihm. Er hat einfach den Ball bis nach vorne gekickt und dann zack, 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 zack. Das war das Einzige, was Odonko konnte. Und Pokal. Oh. Ja, Mann. Sehr schön, Leute. Damit haben wir national wieder das Maximum rausgeholt. Oh, das ist gut. Immerhin können wir uns da jetzt keine Vorwürfe machen. Ne? Wie sah es am Anfang aus beim Supercup? Haben wir auch gewonnen, 3-1 gegen Bayern. Also auch den haben wir... Wie oft gewonnen? 2-mal immerhin, obwohl ich da häufig auch mal gerne gewechselt habe. Ja, gut, die Spieler sind nicht allzu lange verletzt, ne? Das heißt, bald sind die alle wieder fit.
In 23 Tagen. Okay, unsere Gruppe. Die Boca Juniors, Lazio Rom und Yokohama Marinos. Alle Gruppen können wir uns mal anschauen hier. Gucken wir uns später genauer an, ne? Die Folge gibt's dann morgen, meine lieben Zuschauer. Ich bin sehr gespannt, ne? Morgen die letzte Folge mit der Club WM. Ich freue mich sehr drauf, Leute. Drückt uns die Däumchen und schaut gerne vorbei. Macht's gut und bis morgen um Punkt 11 Uhr am 21. März. Ciao, tschüss, euer Dento. Ne, 22. März. Ciao, tschüss, euer Dento.